Hi zum Aussteigerkanal. Heute wollte ich mal ein Video machen über selbstständige Berufe in Portugal oder sich selbstständig machen in Portugal. Und zwar gibt es da durchaus Möglichkeiten, denn was hier wirklich ein bisschen fehlt, sind naja, sowas wie Masseur zum Beispiel oder Osteopath oder Chiropraktiker oder jemand, der mit Homöopathie arbeitet oder Bachblüten. Das gibt es schon, ist aber sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Leute müssen große Distanzen fahren, um zu so jemand zu kommen. Und ja, es ist einfach, jetzt könnte es viel mehr geben und es könnte alles viel einfacher sein, wenn es hier mehr von diesen Menschen gäbe. Zum Beispiel sowas wie Nagelmaniküren, das gibt es schon, aber das gibt es vielleicht zwei, drei Studios jetzt in Faro zum Beispiel oder in Aljão und ist wie gesagt selten. Sowas könnte man auch mobil machen zum Beispiel als Geschäftsidee oder ein mobiler Hundepflegesalon zum Beispiel. Das wird ja sicher auch gehen, das gibt es ja auch nicht. Oder mobiler Chiropraktiker, irgendwie solche Sachen auf mobile Art und Weise, weil die Distanzen ja hier doch recht groß sind. Also sowas läuft mit Sicherheit, Leute. Da gibt es genug Sachen, mit denen man sich selbstständig machen kann. Man muss halt mal ein bisschen drüber nachdenken, was man möchte. Und ja, oder neulich hatte ich jemanden mit Fußpflege, ja. Fußpflege und gleichzeitig noch Fußmassage, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das läuft, ne? Also dann hatte ich das, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem anderen Video. So Campingplatz ist auch eine Möglichkeit. Oder es gibt hier zum Beispiel auch jemanden, der lässt die Ausländer stehen mit Wohnmobilen und Wohnwagen. Ja, die stehen da einfach nur, die wohnen da nicht drin. Die Leute, die fahren zurück in ihr Land im Sommer, wenn es heiß ist, nehme ich mal an, oder wann auch immer. Und kommen dann wieder zurück und holen ihren Wohnwagen wieder ab. Und der nimmt halt so eine Leerstellplatzgebühr quasi. Also sowas ging auch noch. Also es gibt doch viel, man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein. Oder zum Beispiel solche Sachen, die im Esoterikbereich liegen. Zum Beispiel gibt es hier einige Retreat-Zentren, das stimmt wohl, aber zu wenig, ja, denke ich, um diese Masse an Retreat-Leuten da wirklich aufzunehmen. Hier in der Ostallgäu sieht es schlecht aus, das meiste ist halt so Mittelallgäu, so. Es gibt auch ein paar berühmte Retreat-Zentren oder zum Beispiel Yogakurse oder irgendwelche Tanzkurse oder Deutschstunden oder weiß der Henker. Also es gibt so viel, was man hier machen kann. Und eure Kunden werden wahrscheinlich zu 90% auch nur andere Ausländer sein. Dafür gibt es hier auch eine deutsche Zeitung. Die lesen, glaube ich, 80, 90% der Deutschen, die hier sind, und da kann man inserieren und da reicht diesen Menschen auch mit diesem Inserat. Die kommen einmal im Monat raus, inserieren ist auch nicht so teuer und das finde ich eigentlich ganz gut. Dann, wenn man Engländer erreichen will, gibt es hier die englische Zeitung, Algarve Resident, da kann man auch inserieren und so erreicht man unsere englischen Mitmenschen, die in der Algarve wohnen. Nicht Mucki ärgern schon wieder. Yeah. Restless and wild. Mucki, du musst dich wehren. Er geht lieber weg, er geht zu mir, dass ich ihm helfe. Also wie gesagt, es gibt viel hier, das es nicht gibt. Ja, was fällt mir da noch ein? Man kann auch kleine Läden eröffnen. Die Mieten sind hier nicht unbedingt so teuer, wenn der Laden ganz klein ist. Und man kann alles Mögliche machen. Ich kenne sogar zum Beispiel Menschen, die verkaufen Tonprodukte, die sie selber herstellen, auf den Märkten. Das ist auch noch eine Idee, Sachen herzustellen und die auf den Märkten zu verkaufen. Und davon kann dieses Pärchen leben, ja. Dann gibt es Leute, die backen deutsches Brot, deutschen Kuchen. Die Menschen können davon alle leben. Ist halt immer viel mit Fahrerei verbunden. Das müsst ihr wissen, wenn ihr herkommt, ist viel Fahrerei. Ja, von A nach B nach C, die Distanzen sind groß und man braucht ein ökonomisches Auto, um das alles abzufangen. So. Jetzt geht's aber hier los. Vielleicht taufe ich dem doch lieber Rambo, den einen. Oh ja, jetzt aber. Jetzt hat er ihn, glaube ich, in seinen Schnäppi gezwickt. Spiel endlich mit mir.
Endlich läuft hier was. Jawohl, Muck. Jawohl, Muck. Ja, es ist schön, ne? Ja, spielen. Ups. Jawohl. Das ist super, oder? Sorry an all die nicht so Hundeverrückten da draußen. Ich bin noch am Nachdenken. Ich finde es ja toll, dass ich geschafft habe, in 3, 4 Tagen den abzugewöhnen, dass er die Katzen nicht jagen, aber dass sie die Katzen einigermaßen in Ruhe lassen. Also die Schwarze hat genießt ziemlich Respekt hier, außer sie wird überrannt. Aber das ist. Wer ist denn hier? Hallo, mein süßer Mann. Ja, dann könnte man hier zum Beispiel auch, man könnte in Deutschland zu einem Solarunternehmen gehen zum Beispiel und sagen, man möchte die Ware in Portugal vertreiben und hier Solarsysteme verkaufen, anbringen. Es gibt Leute, die machen das, aber zu wenige. Man könnte Kaminöfen bauen, man muss einfach überlegen, was will so ein Reicher hier haben, der hier eine Villa hat. Was könnte man dem anbieten, um sein Leben ein bisschen süßer zu machen? Und schon hat man gewonnen. Ja? Malkurse zum Beispiel oder weiß der Henker was. Ne? Man muss einfach kreativ sein. Also, ich hoffe, ich habe ein bisschen eure Fantasie angestoßen damit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hier gibt es nochmal einen Anhang. Und zwar, wenn man sich selbstständig machen will in Portugal, geht man einfach zum Finanzamt, holt seine Steuernummer und kann in Portugal bis ca. 7.500 Euro im Jahr verdienen, ohne dass man das versteuern muss. Ja? Es war früher mal 10.000, haben sie runtergesetzt. Ne? Und manche Sachen benötigen ja auch keine Genehmigung, die ich aufgezählt habe. Okay dann, tschüss.